Eine kleine Übung, auch so etwas kann passieren. Das Koordinatensystem der Einheit 1 cm mit Achsenlänge 10 cm habe ich bereits vorbereitet. Jetzt muss ich noch die Punkte eintragen. A soll bei 2, 2 liegen. Das ist hier. B bei 7, 5. 7 und 5. Also hier. C bei 6, 7. So, das heißt hier. D bei 1, 7. E liegt bei 3, 5. Und F bei 1, 9. So, damit man das vernünftig lesen kann, trage ich es nochmal ordentlich ein. A, B, C, D, E und F. Nun soll ich vier Geraden zeichnen. A, B, B, C, C, D und E, F. A, B geht durch A und durch B. B, C geht durch B und durch C. C, D geht durch C und durch D. Die liegt hier direkt auf der Linie des Kästchenpapiers. Und E, F, die läuft durch E und durch F. Ups, habe ich etwas verrutscht. So, damit habe ich das. Und nun soll ich alle orthogonalen und parallelen Geraden mit den entsprechenden Zeichen angeben. So. EF und CB, BC, die liegen ja, das sieht gut aus. Hier sehe ich schon, die sind parallel. Also ich kann sagen, dass BC parallel zu, nein, Otto, doch parallel zu EF ist. Ja, und dann sieht das ja so aus, als ob hier EF vielleicht zu AB auch parallel, orthogonal ist, also senkrecht schneidet. Wenn ich jetzt aber mal genau hinschaue, nein, das täuscht. Und wie sieht es hier aus? Nein, das täuscht auch. Also, orthogonale gibt es nicht. Das heißt, keine orthogonalen Schnitte. Ja. Das war's bereits.